Dann bleiben wir noch einen Moment bei den muslimischen Frauen, weil was mich am meisten erstaunt, du bist ja auch bei Terre des Femmes, die sehr konsequent ein Kinderkopftuchverbot gefordert haben, was ich großartig finde, weil das eines der größten Probleme für muslimische Mädchen ist, tatsächlich schon in der Schule unter diesem sozialen, unter dem Gruppendruck zu leiden und eben nicht sich entwickeln zu können, weil man schon gezwungen ist, wenn das nicht verboten ist, sich dem zu unterwerfen. Jetzt haben ja ganz viele Frauen haben mir geschrieben, die Hälfte der Zuschriften, die wir bekommen haben nach unserer ersten Veranstaltung, war tatsächlich von Frauen mit islamischem Hintergrund, die gesagt haben, wir werden massiv auf der Straße bedroht. Seit es so viele Leute gibt, die vor allem Araber, die hierher gekommen sind, haben wir das Problem, dass ich auf der Straße erkannt werde mit einer etwas dunkleren Haut, mit einem etwas anderen Aussehen und ich werde auf Arabisch beschimpft, wenn ich kein Kopftuch trage. Meine Eltern werden angerufen, wenn ich einfach ohne Kopftuch aus der Wohnung gehe und so weiter. Und was ich so erstaunlich finde, sowohl bei den kleinen Kindern, wo es ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass sie das Recht haben, eben auf Bäume zu klettern, Fahrradtouren zu machen, am Schwimmunterricht teilzunehmen, in der Schule geschützt zu sein, wie alle anderen Kindern auch. Auch bei den erwachsenen Frauen, es scheint überhaupt niemanden zu interessieren, dass diese Frauen so massiv bedroht werden, von den Mädchen bis zu den erwachsenen Frauen. Es ist, als wenn die, wie du sagst, entweder ist es ja nicht nur, dass sie sich selber erst muslimisch, dann albanisch oder so einordnen, sondern sie werden ja dann auch von der Mehrheitsgesellschaft als erst muslimisch, dann türkisch, kurdisch, was auch immer eingeordnet und dann vielleicht noch als Mensch. Und das ist auch so ein Phänomen, das ich wirklich erstaunlich finde. Ja? Warum werden, und auch von den Frauen, von der anderen Frauenbewegung, du beschreibst ja mit deiner Erfahrung bei Femen, dass diese Frauen sich überhaupt nicht solidarisch erklären, auch mit Frauen in der arabischen Welt, die ja um ihre Freiheit kämpfen, auch im Iran. Also die ganze islamische Welt hat eine extrem starke Frauenbewegung, die ihr Leben riskiert, um Freiheit zu bekommen, die sich gegen alle Widerstände auf die Straße stellen und ihre Rechte einfordern, dafür eingesperrt werden, vergewaltigt und teilweise auch dann getötet, ermordet. Und hier gibt es überhaupt keine Solidarität. Ich komme nachher nochmal auf die Frage zurück, warum nicht mehr Frauen aufstehen, aber das ist sozusagen was ich ganz erstaunlich finde, dass es dieses Phänomen nicht gibt, dass man einfach sagt, ja, es gelten die Menschenrechte auch für muslimische Mädchen. Das ist tragisch, das geht mir auch immer so. Es wird immer so sehr den falschen Frauen da der Rücken gestärkt. Also es ist immer so, man kämpft wie blöd in Deutschland für Frauen, dass sie unbedingt mit dem Kopftuch irgendwo sitzen dürfen und im Burkini schwimmen gehen dürfen. Ich habe heute ganz interessant eine neofeministische Illustrierte mal gelesen im Zug. Die hieß, glaube ich, Missy. Ja. Und das sind die richtigen, ja. Da ging es dann auch um alles Mögliche. Es war nicht uninteressant, war auch nicht schlecht geschrieben. Es ging dann auch darum, das ist ganz egal, ob man nun irgendwie oben ohne oder im Burkini schwimmen geht. Das ist verdammt nochmal nicht egal. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich finde es so schlimm für so viele Frauen in diesem Land, die gezwungen sind, mit dem Kopftuch rumzurennen. Ich sag mal, ist wirklich die Mehrheit, weil es ist ja nicht nur, dass der Ehemann im Hintergrund steht und sagt, ich hau dir eine rein, wenn du es runternimmst. Es ist die ganze Familie, es ist die ganze Nachbarschaft, es ist das ganze Viertel, in dem sie leben. Also diese Frauen werden so kontrolliert. Du sagtest das ja auch gerade, das kann man sich hier immer gar nicht vorstellen. Das ist wie in einem erzkatholischen bayerischen Dorf in den 50er Jahren vielleicht. Also wenn das Mädel in Mümmelmannsberg, habe ich gehört, das ist ein Viertel in Hamburg, wo sehr viele Türken und Araber leben, wenn die da aus der U-Bahn steigt, dann gibt es immer schon irgendwo einen Bruder oder Cousin, der guckt, hat sie auch ihr Kopftuch auf. Ja? Und das Kopftuch einfach abzulegen, ist nicht einfach. Im Gegenteil, das kann eine Sache von Leben und Tod sein. Ich hatte mal eine Schülerin, die kam aus dem Irak. Wunderbare, sympathische, nette junge Frau. Die hat uns irgendwann mal erzählt, sie hätte es wahrscheinlich nicht tun sollen, weil es lebensgefährlich ist. Sie hat es aber gemacht. Ich fand es auch schön. Sie sagte dann, ja, also das ist auch nicht mein richtiger Name, aber den erfahrt ihr auch nicht. Ich lebe quasi wie ein Kronzeuge gegen die Mafia mit völlig neuer Identität hier und ich bin auch in Deutschland ehrlich gesagt nicht so glücklich, ich möchte längerfristig nach England gehen. Dann haben wir gesagt, ja wieso denn, sagt sie, ja, sie ist mit ihrem Mann hierher gekommen aus dem Irak als Flüchtlinge und kaum war der hier, hat er sie wahnsinnig, das hört man übrigens sehr viel von orientalischen Frauen, kaum ist man in Deutschland, geht es erst richtig rund, da sehen die Männer erst die ganze Bedrohung von außen, dass Frauen eine Welt vorgefügt führt kriegen, die ihnen bis dahin verschlossen war und die sie aber möglichst nicht betreten sollen.
So, und sie war jetzt hier und auf einmal änderte sich der Mann dann radikal und sagte, du gehst bitte nur noch mit dem Kopftuch aus dem Haus. Und hat sie gesagt, bist du verrückt geworden? Mach ich nicht. Lange Rede, gar keinen Sinn. Sie hat sich von diesem Mann getrennt und da sie massiv bedroht hat, musste sie also regelrecht untertauchen. Also sowas kann einer Frau passieren, ne? Wenn es heißt, ach, ein Kopftuch kann sie ja tragen, muss sie ja nicht, kann sie ja auch ablegen. Das ist nicht so einfach, wie die Leute sich das vorstellen. Dass man diese Mädchen, die sagen, ich möchte alles dafür tun, dass ich mit diesem Lappen nicht rumlaufen muss, ich glaube, die werden in diesem Land doch ganz schön allein gelassen. Was Freiheit und Kopftuch angibt, wirklich frei entscheiden oder überhaupt frei entscheiden, ob man ein Kopftuch trägt oder nicht, das kann nur ein Schlag von Frauen, und zwar die Konvertierten. Wenn man mit dieser Erziehung, mit diesen Werten aufwächst, in dieser Community hineingeboren wird, dann kann man nie zu 100% wirklich entscheiden, ob man ein Kopftuch trägt oder nicht, weil man ist einfach vorbelastet. Man kriegt von Anfang an mit und auch gesagt, was eine gute, ehrbare Frau ist, was eine richtige Frau ist, und ja, da passt die deutsche oder die westliche Frau nicht unbedingt ins Bild rein. Und was Tete Femme angeht und Missy Magazin angeht, wir haben hier auch die Geschäftsführerin von Tete Femme, Christa Stolle, sitzen. Wenn jemand Fragen hat, das beantwortet sie bestimmt gerne. Da haben wir uns ja neulich mit denen auch genau auseinandergesetzt, mit diesen Schlag Frauen auseinandergesetzt, mit den Schlag deutscher Frauen auseinandergesetzt, die das auch, die Kopftuchlobbyistinnen unterstützen und die damit wirklich die Opfer, ich bin kein Opfer mehr, ich habe mich schon da rausgekämpft, schon vor 15 Jahren rausgekämpft, aber wir haben ganz viele junge Frauen hier, die wirklich Opfer sind und die es nicht schaffen, da rauszukommen. Und diese Frauen, wie Frauen aus dem Missy Magazin, diese ganzen Genderfeministinnen, die liefern diese Opfer an die Islamisten aus. Und sie liefern uns der Community aus, vom Prinzip her liefern sie mich auch wieder aus. Ich habe das Glück, dass ich auf der Straße nicht als Muslimin erkannt werde, weil ich nicht in dieses Muster falle. Aber würde ich so aussehen wie eine Türkin oder eine Araberin, eine Perserin, dann würde ich wahrscheinlich genauso behandelt werden. So werde ich nur wie die deutsche Schlampe behandelt.